Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass man neben dem Stadtverkehr, neben dem Straßenverkehr auch hören kann, dass ich hier in Berlin stehe und die Vögel zwitschern, als wäre es Frühling. Wo man sagen kann, herzliche Adventsgrüße aus dem grünen Berlin, das glücklicherweise eben wirklich sehr grün ist, aber wie wir hören, eben auch die Jahreszeiten sich irgendwie sonderbar anfühlen. Ich wollte in jedem Falle wieder mal ein deutsches Video herausschicken an alle Follower und Friends auf Instagram und Facebook und euch die Updates reinschicken. Ihr seht, ich laufe immer noch mit Smart Steps. Ich hatte es vorher erläutert, dass dieses Projekt von der Idee her wundervoll ist, dass man über seine Schrittzählungen den Bolti Z als Gesundheitstoken minten kann. Bin mir da nicht ganz so sicher, wie es am Ende mit dem Projekt herauskommt. Aber sie wollen ihre Launch auch erst im Januar 2024 durchführen. Und bis dahin will ich durchhalten und schauen, ob die Kinderkrankheiten dieses Projektes alle überstanden werden. Das gehört alles dazu. Und wenn wir hier hinter uns das Vogelgezwitscher mitten im Dezember kurz vor Weihnachten hören, dann passt eine andere Organisation, ein anderes Projekt wundervoll dazu. Und das ist das, was ich euch auch erläutern möchte. Diejenigen, die mir folgen, die werden voraussichtlich schon gesehen haben, dass ich seit einigen Tagen, ich muss mal schauen, wie ich es setze, hier mein Foto, ich tue es mal hier nach unten, dass ich seit einigen Tagen Sanus Live sehr intensiv poste und das hat im Grunde genommen wirklich etwas mit der Taktung meiner Begeisterung zu tun, weil ich wirklich nach diesem Jahr Crypto Journey unglaublich froh bin, dass mich Sanus Live gefunden hat und es hat mich im wahrsten Sinne des Wortes gefunden. Dadurch, dass ich ja die Playlists auf YouTube im April letzten Jahres angefangen habe, Whistleblowers Crypto Journey, und dort über die vielen verschiedenen Erfahrungen berichte, wenn man sich mit finanzieller Bildung für Familien an sich beschäftigt und insbesondere mit Blockchain-basierten Projekten und Kryptowährungen, dann passiert an mir sehr vieles und nicht immer nur Gutes. Und es passiert dann aber eben auch sehr, sehr, sehr viel Gutes und Sanus Live scheint wirklich dazu zu gehören und für mich ist es Balsam auf die Seele, dass ich neben Gamescoin, was ich auch sehr schätze als Projekt, als Unternehmen, dass auch Sanus Live ein Unternehmen ist, was es in Norditalien, in Bozen seit 2001 gibt und sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Wasserfiltersystemen beschäftigt, späterhin dann Nahrungsergänzungsmittel, Naturkosmetik hinzugezogen hat und im Rahmen der Verbesserung des Vertriebssystems aber auch begonnen hat, die Vergütungen über Kryptowährungen umsetzen zu wollen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, auch hier nach jahrelanger Entwicklung so die gefühlte historische Sekunde vor Launch. Ihr seht hier in Bearbeitung Sanus Pay. Ich bin hier in der internen App von Sanus Live, die dazu da ist, dass man dort sozusagen sein Kundenkonto hat und auch sein Affiliate-Konto. Und ihr hattet vorher gesehen, ich hatte da mein Dashboard gezeigt und bin glückliches Premium-Mitglied, habe mir den Voucher für 500 Euro wert dazu gekauft, um als VIP-Mitglied jetzt die nächsten Wochen zu erleben, auf die ich mich auch ganz doll freue, weil wir hier sehen, Sanus Pay ist wirklich noch so gefühlt in den letzten Sekunden, bevor es dann die Verbindung im Sanus Wallet mit Revolut hat, als Neobank. Und Revolut benutzen wir ja schon
sehr lange. Also das war im Grunde genommen mit einer der Anfänge für mich und meine Tochter überhaupt finanzielle Bildung praktisch umzusetzen. Also dadurch, dass Revolut hier schon lange Juniorkonten anbietet, waren wir in der Lage, wirklich zügig miteinander mit den Konten agieren zu können und auch schon weit vor Corona digital zahlen zu können. Und das ist für meine Tochter inzwischen völlig normal geworden, dass sie auch mit ihrer Junior-Kreditkarte draußen in der Welt rumläuft. Sie hat erlebt auch, dass es nicht leicht ist. Also auch da gab es sehr oft immer wieder mal Anranzer, dass sie doch bitte Erwachsene nicht die Kreditkarte klauen soll, obwohl Revolut Junior-Karte draufsteht. Aber so manche Erwachsene kann ja auch nicht lesen. Und insofern ist es etwas, was jetzt wirklich so über die Jahre zusammenkommt, worüber ich mich sehr freue. Und Sanus Life ist insgesamt ein sehr seriöses Unternehmen, was auch mit Sanus Pay ein Rabattierungssystem entwickelt, dass man auf diesem Marketplatz, hier dieser Marketplace, der dann in, okay, jetzt habe ich mich gerade ausgeloggt, der im Januar 24 starten wird. Man kann dann hier schauen, welche Läden, die Sanus Pay akzeptieren, schon in der Umgebung sind. Aber es wird hier eben den Marketplace geben, besser gesagt, den gibt es schon. Und wir sehen hier, dass hier die Sanus-Produkte dabei sind, wie ich es erläutert hatte, aber dass eben auch viele andere Unternehmen mitmachen. Und wenn man bei diesen Unternehmen einkauft, bekommt man als Rabatt, man sieht es hier, 100% Rabatt in Sanus Credits, die dann gewandelt werden in Sanus Coin und so weiter und so fort. Und wir sehen auch hier Sanus Planet, dass man damit gleichzeitig spendet an Umweltschutzorganisationen. Sanus Planet ist das Non-Profit-Unternehmen, eine Stiftung, die Foundation, die mit dazugehört. Und das bedeutet ein sehr, sehr spannendes Projekt, womit ich mich definitiv in 2024 sehr viel beschäftigen werde. Im Rahmen finanzieller Bildung für Familien und all dieser spannenden Blockchain-Projekte, die die Welt wirklich kennen sollte, weil sie die Welt einfach ein Stückchen besser machen. Und nach dem Jahr mit viel Betrugserlebnissen, auch wirklich harten, dreisten Betrugserlebnissen, ist es wie Balsam für die Seele, dass ein dann auch mal etwas findet, was die ganze Sache sehr schön zusammenbindet und einen ganz anderen Umfang hat, eine völlig andere Ausrichtung, damit natürlich auch von den Menschen und den angebundenen Personen her. Einfach das Gegenteil dessen ist, was ich im vergangenen Jahr oft erlebt habe. Und ich werde euch Stück für Stück einiges davon vorstellen. Ich habe auch vor, im Januar den ersten Berliner Stammtisch für finanzielle Bildung anzubieten, wo hauptsächlich auch Sanus Life vorgestellt wird, als eine Möglichkeit, die eben nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Geschäftskunden da ist und, was ich noch spannender finde, für Non-Profit-Organisationen. Also auch Vereine und Verbände können Sanus Pay nutzen und über das sehr clevere Rabattierungssystem dann auch Einnahmen für ihre Organisationen generieren, während sie gleichzeitig Umweltschutzprojekte selbst unterstützen. Dadurch, dass bei jeder Transaktion 1,5% an Sanus Planet als Stiftung für die Unterstützung und auch Überprüfung von Umweltschutzprojekten gesammelt werden. So, und um mich herum wird es laut, deshalb verabschiede ich mich hier und wünsche euch das Beste und werde euch auf dem Laufenden halten. Ciao!